Wolken und Wind über dem Maritimhotel. Gerade das richtige Wetter, um Magdeburgs große Kindermesse World of Kids zu besuchen. Das komplette Erdgeschoss, wo sonst die großen Kongresse stattfinden, diesmal mit einer Fülle von Angeboten für Kinder und Jugendliche. Wenn Eltern oder Großeltern in einem der etablierten Spielzeuggeschäfte stehen, dann kommen sie sich vor wie an einer verlängerten Werkbank der Unterhaltungsindustrie. Unzählige Fernsehserien und Kinofilme prägen das Angebot für Jungen und Mädchen gleichermaßen. Auf der Magdeburger Kindermesse gibt es interessante Alternativen zu sehen, so wie hier könnte man zum Beispiel sein Spielzeug selber entwerfen und dann am 3D-Drucker herstellen lassen. Das Schöne ist, dass man bei Tinker Toys genau das bekommen kann, was es sonst nirgends gibt. Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen, kann sich intensiv damit auseinandersetzen, womit man eigentlich spielen möchte und kann bereits, während man das Spielzeug baut, lernen, wie man es baut, wie Dinge entstehen können und hat etwas ganz Besonderes, Persönliches, was eben nicht dem Standard entspricht und man tatsächlich sonst nirgendwo kaufen kann. Das ist nur eine Idee, denn unabhängig von den großen Konzernen bieten Spieleentwickler und Designer eigene Produkte an, hinter denen individuelle Ideen stecken. Beim kreativen Spiel kommt es darauf an, dass die Nutzer, also meistens die Kinder oder auch die Erwachsenen, halt selber kreativ werden können. Dass einfach das Spiel nicht so viel vorgibt, sondern dass man es auch selber interpretieren und ausbauen kann, wie man möchte. Dass man also wirklich selbst aktiv wird und nicht alles vorgegeben ist. Das ist meistens auch das Problem bei diesen ganzen Spielsachen. Man bekommt zu viel und muss nicht mehr selber nachdenken und selber Spaß haben. Ein wichtiger Punkt auf der Messe ist, dass Bewegung und Aktivität im Freien die notwendige und wichtige Alternative zu den allzu verlockenden elektronischen Spielen bietet. Gerade hier sollten Eltern darauf achten, dass ihr Nachwuchs nicht an die virtuelle Welt verloren geht. In der Fülle der Angebote ein Magdeburger Imker, der seine biologische Alternative zur zuckerlastig süßen Verführung der Industrie vorstellt. Der Unterschied sozusagen ist, dass der Zucker sozusagen, den die Bienen produzieren, also von den natürlicher Zucker ist und wir den viel besser aufnehmen als wir den industriell hergestellten Zucker bzw. den Einfachzucker aus der Zuckerindustrie. Und natürlich darf Kindermode nicht fehlen. Von Nachwuchsmodeln auf dem Laufsteg souverän vorgestellt, wird den begeisterten Müttern und Vätern gezeigt, wie ihre Kinder gerne aussehen wollen. Die Kindermesse World of Kids in Magdeburg ein voller Erfolg. Das Angebot umfasste viele Möglichkeiten, sich kreativ zu beschäftigen, auch wenn am Ende dieses Auto durch die Waschanlage muss.